Hallo, hier ist Francis Herdes. Was sagt dein Bauch, wie du dein Bauchgefühl so richtig stärken kannst, dass dir Schmetterlinge durch den Bauch gehen, statt ganz viele Blubberblasen und du so einen Blähbauch hast? Heute ist der Tag direkt nach der Leberreinigung. Dazu habe ich dir ja gestern im Video die Anleitung gegeben, dieses ganz klassische Rezept nach Dr. Hulda Clark. In Kombination mit dem Apfelsaft von Andreas Moritz. Ein sehr altes Rezept und ein sehr schönes Rezept. Ich habe das jetzt zum 9. oder 10. Mal gemacht und es ist so interessant, wie jedes Mal wieder anders ist. Was du auf jeden Fall, wenn du so eine Leberreinigung machst oder fastest oder regelmäßig den Darm reinigst, was du sehr, sehr gut Ja, wo du sehr, sehr gut auf Tuchfühlung gehst, ist nicht nur mit deinem Körpergefühl, sondern vor allen Dingen mit deinem Bauchgefühl. Der Bauch, der reinigt in so einer Reinigung oder auch beim Fasten sehr. Und speziell, wenn du fastest, vielleicht machst du so intermittierendes Fasten oder du nimmst dir zweimal im Jahr so eine Fastenwoche. Das ist wie so ein Reset für den Körper, wo mal die Verdauungsorgane nicht viel zu tun haben oder eigentlich idealerweise gar nichts, dass sie sich um ihre Reparatur kümmern können und um sich selber, statt um das ganze Essen, was da so rumgeht. Vielleicht hast du so eine Fastenkur oder so eine Leberreinigung schon mal gemacht. Ich habe am Donnerstag auch einen virtuellen Vortrag dazu gegeben über die inneren Reinigungen mit ätherischen Ölen. Da sind wir die ganzen einzelnen so durchgegangen, also Nierenreinigung, Darmreinigung, Leberreinigung, wie du die Lungen und die Haut reinigst, also mal alle Reinigungen im Überblick. Und ich selbst mache immer eine Reinigung nach der anderen mit ein bisschen Pause für den Körper dazwischen. Also ist ganz wichtig, dass du nicht zu viel auf einmal machst. Ob du jetzt eine Reinigung gemacht hast oder nicht, wie steht's mit deinem Bauchgefühl heute, wenn du mal einfach ganz entspannt ein- und ausatmest. Atme mal bis tief in den Bauch hinein und du kannst auch deine Hände auf deinen Bauch legen. Über den Mund oder über die Nase. Spür mal ganz tief in deinen Bauch hinein. Meistens atmen wir ja nur so oberflächlich und sind dann hier oben, sind vielleicht verspannt beim Atmen. Atme mal ganz bewusst tief bis in deinen Bauch hinein. Wie fühlt sich dein Bauch an? Fühlt er sich ganz entspannt an, ganz locker? Hast du vielleicht gerade was gegessen und der Bauch hat zu tun? Oder bläht sich dein Bauch so ein bisschen auf? Meiner ist jetzt von der Reinigung noch voll am Arbeiten. Und deshalb zeige ich dir heute passend dazu zwei ganz spezielle Salbungen, die du machen kannst, um dein Bauchgefühl zu stärken. Es gibt einige Dinge, wie du dein Bauchgefühl stärken kannst. Und das sind zwei Salbungen. Ich nenne sie immer Omas Kräutergarten. Die sind besonders wohltuend für den Bauch, wenn du gerade so eine Reinigung gemacht hast oder auch mitten in der Reinigung, wenn du in der Fastenzeit bist oder eben auch manchmal, wenn du zu viel gegessen hast und dann drückt es irgendwie im Bauch. Übrigens zum Thema Blähungen und Blähbauch. Da habe ich einiges gesagt an diesem virtuellen Vortrag zur inneren Reinigung, was du machen kannst, wenn dein Bauch sich ständig aufbläht, wenn das unangenehm ist. Das ging mir als Kind und als Jugendliche die ganze Zeit so. Und ich war immer bekannt dafür, wenn die Luft nicht so gut gerochen hat. Ich weiß, meine Mutter guckt hier ab und zu. Die kann das absolut bestätigen. Meinen Namen kannte ich schon in allen möglichen Tonlagen, wenn es mal wieder gestunken hat. Und das hat sich zum Glück geändert vor ja, fast 10 Jahren, wo ich dann mit Reinigung begann und auch mit den zwei Helfern, die ich da zeige in dem Online-Vortrag. Also, was kannst du machen für die Wellness deines Bauches, dass es deinem Bauch richtig gut geht, dass du ein gutes Bauchgefühl hast? Und dass sich einfach alles richtig schön anfühlt, richtig gereinigt, so wie das sich bei mir jetzt anfühlt nach der Leberreinigung, obwohl ist noch ein bisschen am Arbeiten. Ist gut, wenn du den Tag nach der Reinigung dir auch immer ein bisschen
Pause gibst oder einfach ganz locker machst. Und was ich jetzt am Morgen schon gemacht habe, habe erstmal schön ausgeschlafen, ausgeruht, habe diese Drinks für den Morgen noch getrunken, das Bittersalz, das Wasser, von dem ich dir gestern erzählt habe, dass das alles nochmal rauskommt. Und jetzt salbe ich meinen Bauch mit Omas Kräutergarten. Die eine Ölmischung, die du dazu verwenden kannst, ist die Ölmischung Daijais. Manche nennen sie auf gut Deutsch auch die Gieze, weil sie so geschrieben wird, so ähnlich wie das englische Wort Digest. Und die andere Ölmischung heißt Aroma Ease. Die ist speziell eigentlich für den oberen Bauchbereich, wenn der Stress mal durch den Magen geht, wenn du was Erfrischendes und Entspannendes brauchst, um ja einfach diesen Stress nicht so im Physischen zu spüren und selber vor allen Dingen auch ein bisschen runterzukommen. Jetzt habe ich hier meinen kleinen Spickzettel, welche Öle da drin sind. Die Anwendung ist nämlich ganz simpel bei beiden. Du nimmst dir einfach einen Tropfen und du salbst damit deinen ganzen Bauch. Also ruhig Bauch raus und dann kannst du oben am Magen anfangen und dann über den ganzen Dickdarm und Dünndarm gehen. Wenn du eher so der herbere Typ bist, was Omas Kräutergarten betrifft, dann salbst du dich mit der Ölmischung Daijais. Ich weiß, viele meiner Freunde sind Ölefans, haben die Öle schon zu Hause. Falls du sie nicht hast, dann schreib mir gerne und dann mache ich den Tropfen von beiden auf eine Karte und schicke dir duftende Post. Da kannst du dann mal in Omas herben Kräutergarten eintauchen, Daijais, oder in Omas sanfteren Kräutergarten. Daijais ist nämlich eine Mischung aus Estragon, Ingwer, Pfefferminze, Wacholder. Ist übrigens ein wunderbares Öl, wo wir am virtuellen Vortrag auch bei der Nierenreinigung drüber gesprochen haben. Wacholder ist ja sehr gut. Fenchel, Zitronengras, Anis und Patchouli. Also wenn das nicht ein richtig schöner Kräutergarten bzw. Pflanzengarten ist. Und dann die etwas süßere Mischung. Jetzt habe ich das auf meinem Computer hier nebenan. Muss ich ein bisschen verschieben. Die etwas süßere Mischung. Das ist die Mischung Aroma Ease für den Bauch. Da hast du Pfefferminze drin, grüne Minze, Spearmint, kennen viele aus Kaugummis. Diese süße Frische, wo du dann wirklich so ein angenehmes Gefühl auf deinem Bauch hast. Dann Ingwer, Kardamom und Fenchel. Also du siehst ein bisschen andere Zusammensetzung. Das ist, was ich direkt nach der Reinigung mache. Und was ich auch mache, ist, ich habe mir frische Gemüsebrühe gemacht, also wirklich ganz frische Gemüsebrühe und die trinke ich jetzt noch zur Darmreinigung nach der Leberreinigung. Denn, und darüber haben wir auch gesprochen im virtuellen Vortrag über die innere Reinigung, der Körper hat ja seine bestimmte Reihenfolge zum Reinigen. Das heißt, wenn einer der größeren Ausgänge frei ist, nämlich der Darm, dann können auch die ganzen anderen Organe nachziehen und ihre Abfälle abladen, so dass sie dann auch wirklich rausgehen aus dem Körper. Hast du schon mal eine Reinigung gemacht oder möchtest du da mal eintauchen? Das ist ein 2-Stunden-Vortrag, den ich gemacht habe über die innere Reinigung für die verschiedenen Organe. Schreib mir gern, dann schicke ich dir den Link. Den habe ich nämlich jetzt hochgeladen und da kannst du gerne reinschauen. Schreib mir einfach über meine Seite francisherdes.com oder lebeduften.de. Und dann schicke ich dir diesen Vortrag. Und auch wenn du in diese Kräutergärten mal eintauchen möchtest, das ist ja überhaupt das Schönste. Ich gebe zwar an verschiedenen Orten auch physisch Vorträge, wo du mal reinschnuppern kannst, aber ich kann dir gerne auch duftende Post schicken. Also heute geht es nochmal ganz entspannt. Es ist ein wunderbares Gefühl der Klarheit, so ein Gefühl wie neugeboren zu sein. Und jetzt bei der 9. oder 10. Leberreinigung war das bei mir, glaube ich, ja, ziemlich viel nochmal hat sich rausgereinigt. Das sind immer ganz interessant zu beobachten. Schreib mir gern von deinen Erfahrungen mit der Reinigung. Bin ich ganz gespannt. Ich kenne einige hier aus meinem Freundeskreis, die auch Fastenseminare machen, die regelmäßig reinigen, ganz normal wie Zähne putzen jeden Tag oder Geschirr abspülen. Also, freue mich von dir zu hören. Ganz liebe Grüße und oh ja, morgen starten wir eine ganz neue Reihe, nämlich die
ätherischen Öle für Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Da sind einige spannende Themen mit dabei. Liebe Grüße und bis morgen.